Also, guten Morgen miteinander. Ich heiße Sie herzlich willkommen zur diesjährigen Ausgabe von Open Source an Schulen. Es freut mich, dass so viele da sind. Ich möchte noch kurz uns beide vorstellen. Wir haben von Martin Vögeli die Organisation übernommen. Das ist Oliver Nautsch und mein Name ist Adriana Mikolaschkova. Bevor wir zu den Präsentationen kommen, noch einige Eckdaten. Der Anlass, der kommt von der CH Open. Also die Träger sind die CH Open und auch beteiligt ist die SWIA, der Schweizerische Verein für Informatik in der Ausbildung. Wir haben von allen Institutionen haben wir dann noch Vertreter da, die werden noch genaueres dazu sagen. Sie finden auch das aktuelle Programm und sonstige Informationen, da haben wir noch einige Adressen angegeben, die können Sie sich aufschreiben, auch der Hashtag, falls Sie etwas twittern oder posten möchten, steht auf den Folien. Dann möchte ich als erstes mich bei allen Institutionen und Firmen, die uns unterstützt haben, bedanken. Das ist allen voran die EB Zürich, die großzügigerweise diese Räumlichkeiten, die Workshop-Räume, den Kaffee, den Znüni, den Apero uns damit unterstützt. Herzlichen Dank an die EB Zürich. Und finanzielle Unterstützung haben wir erhalten von der Hasler Stiftung. Vielen Dank an die Hasler Stiftung. Da haben wir keinen Vertreter, aber ich glaube, Sie kennen die Hasler Stiftung alle, die unterstützt die den Einsatz von Informationstechnologien, unter anderem auch besonders an Schulen. Dann herzlichen Dank an die Schweizer Informatikgesellschaft. Da haben wir den Präsidenten Jürg Gutknecht hier, der wird sich nachher selber noch vorstellen. Vielen Dank für die Unterstützung an die Schweizer Informatikgesellschaft. Und Puzzle ICT hat uns auch unterstützt, das ist eine Softwarefirma. Und mit ganz vielen schönen Geschenken und den Bleistiften und diversen Sachen da außen, die außen in der Cafeteria rumliegen, der Kanton Zürich, das Amt für Wirtschaft und Arbeit. Herzlichen Dank. Sie finden nähere Informationen zu unseren Sponsoren auf der Website. Die sind da alle aufgelistet mit Links, falls Sie über eine Institution mehr erfahren möchten. Jetzt Film und Foto, Sie sehen, es sind einige Stative aufgestellt mit Fotos und Videokameras. Wir möchten deshalb jetzt am Anfang fragen, möchte jemand explizit nicht gefilmt oder fotografiert werden? Bitte halten Sie die Hand hoch. Wir werden die Fotos, die Filme, also die Fotos auf OSS an Schulen veröffentlichen, ohne Namensnennung. Bei den normalen Teilnehmern mit Namensnennung nach Absprache, bei den Referenten, Workshopleitenden. Und die Filme, die kommen auf den CH Open Channel, auf YouTube oder einer ähnlichen Plattform. Möchte jemand nicht aufgenommen werden? Niemand, okay. Dann haben die Film- und Fototeams freie Hand. Sie werden während dem ganzen Tag filmen. Für die Referenten, falls ich es einmal vergesse, es gibt hier zwei Mikrofone. Einerseits dieses für den Raum und das andere Mikrofon für die Videokamera. Das sollten Sie jeweils beide benutzen. Das Jugendlabor ist im Raum 206, falls Sie Ihre Kinder oder Ihre jugendlichen Kinder vermissen. Die sind im 206 und sollten dort um 12 Uhr abgeholt werden. Am Nachmittag sind die Kinder bei den Tech-Kids. Sind die Tech-Kids schon angekommen? Nee, die sollten eigentlich auch schon da sein. Aber Nachmittag, wer sich da nicht registriert hat, sollte ein bisschen früher als 13:30, vielleicht schon um 13:00 im 206 sein mit den Kindern. Und es gibt zusätzliche Kurzpräsentationen. Das Programm hat sich im Vergleich zum ersten Flyer noch erweitert. Es gibt vor allem gegen Mittag und am Ende der Veranstaltung sehr viele spannende Kurzpräsentationen. Bleiben Sie also bis zum Ende der Veranstaltung, es lohnt sich. Das genaue Programm finden Sie auch auf der Website. Und bei den Workshops hat es noch Leute, die nicht eingetragen sind in einem
Workshop. Okay, also falls noch jemand da mit dem Workshop Unstimmigkeiten entdeckt oder sich umtragen möchte, meldet euch in der Pause bei uns, dann können wir das noch gern korrigieren oder umteilen oder neu einteilen. Wir wären auch froh um Feedback und das ist das Letzte, was ich jetzt sage. Sie finden Zettel und eine Kiste draußen am Registrationstisch. Wir wären Ihnen sehr froh, gerade weil wir es zum ersten Mal organisieren, um ein kleines Feedback. Was hat Ihnen gefallen, was hat Ihnen überhaupt nicht gefallen, was müssen wir unbedingt verbessern und vielleicht auch Vorschläge für nächstes Jahr, falls Sie einen Wunsch haben, was da unbedingt ins Programm rein müsste. Ja, vielen Dank und ich übergebe das Wort an Marcel Berne von der CH Open. Ja. Gut, besten Dank, Adriana. Gut, mein Name ist Marcel Bernet, ich bin ehemaliger Präsident, also eigentlich Präsident der CH Open Außerdienst. Beim Außerdienst bin ich noch bis daran am Arbeiten, ihr merkt es. Und die CH Open vielleicht ganz kurz ist ein Verein, der sich über 30 Jahre jetzt eigentlich für Open Source und offene Systeme einsetzt. Und darum freut es mich eigentlich heute außerordentlich, dass wir heute das ganze Spektrum von Open Source aufzeigen können. Eigentlich angefangen bei Open Source Software. Weiter bei Open Data, also Daten, wo wir eigentlich auswerten können, freie Daten, wo wir auswerten können, weitergehend zu Open Hardware, Roboter, Internet der Dinge ist da das Stichwort. Der ganze Bereich von Open Manufacturing, die 3D-Drucker, die Sie draußen sehen, ist ein typischer Vertreter für das weiter zum Open Wissen. Wissen, wo halt sich vermehrt durch Teilen des Wissens und am Schluss eigentlich noch die Standards, die das Ganze abrunden und auch dafür sorgen, dass wir eine verlässliche Basis haben, wo wir uns darauf abstützen können. Das wäre es eigentlich von meiner Seite, ganz kurz. Gebe direkt weiter, ich glaube jetzt kommt Christian, oder? Ja, an Felix. Oder Felix. Ja. Guten Morgen allerseits. Herzlich willkommen an der EB Zürich zur diesjährigen Tagung. Mein Name ist Felix Ritter. Ich vertrete Christian Fluri, der eigentlich auf dem Programm ist. Ich selber leite hier an der EB Zürich den Bereich, den Bildungsbereich Arbeitswelt. Und es ist, glaube ich, die 8. Tagung OSS an Schulen, die wir hier durchführen dürfen. Christian ist, wie gesagt, leider abwesend. Wir haben aber einen kurzen Video, ein Grußwort vorbereitet, das ich euch und Nicolo euch gleich ablaufen lassen wird. Nur noch zwei, drei Bemerkungen. Als ich Christian vorgestern fragte, wie viele Leute kommen denn dieses Jahr, hat er gesagt, ja, es sind etwa 130 angemeldet. Und dann habe ich gesagt, machst du einen Witz, weil die anderen Veranstaltungen, ihr wisst, jene, die schon mal dabei waren, da waren immer etwa 60 bis 70. Und er hat gesagt, ja doch, es kommen etwa 130 Leute. Und es ist natürlich wunderschön, dass hier die Aula so voll ist. Wir haben das Haus auch sonst voll heute. Wir haben alle Kursräume ausgebucht. Es sind Seminare, Kurse. Ich hoffe, es klappt dann alles am Nachmittag mit den Workshops und mit diesen Räumen. Es war an den vergangenen Jahren in diesen Tagungen war jeweils etwas das Problem, dass am Mittag, wenn die ganze Aula sich leert und ins Bistro zum Mittagessen geht, dass dort Wartezeiten entstanden. Ich bitte Sie vielleicht heute Mittag, dass nicht alle gleichzeitig Mittagessen gehen, dass vielleicht wer noch eins rauchen will, noch eins rauchen geht, dass die Kolonne dort oben etwas weniger lang sein wird. Adriana wird das sicher auch noch sagen. Dann werden wir jetzt die Grußbotschaft von Christian zeigen. Ich meinerseits wünsche euch Ihnen allen einen spannenden Arbeitstag und hoffe, dass wir uns heute noch einige Male sehen. Danke sehr.
Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer, einmal mehr hat die EB Zürich Ehe. Sie dürfen begrüßen an der Tagung OSS Zürich. Open Source Software, das hat für die EB Zürich schon immer eine Rolle gespielt, eine bedeutende Rolle. Denn die EB Zürich ist die grösste Institution von der öffentlichen Erwachsenenbildung in der Schweiz und damit hat sie natürlich auch ganz besondere Verantwortung, zu zeigen, was der nachhaltige und der Öffentlichkeit dienende Umgang mit Software betrifft. Klar, auch die EB Zürich kann nicht einfach am Markt vorbeischauen. Wir können nur schulen, was man in der Praxis einsetzen kann. Wir können nur Kompetenzen vermitteln, die halt auch im Alltag dann können gebraucht werden. Und das funktioniert, wie wir alle wissen, eben nicht einfach immer nur mit Open Source Software. Umso erstaunlicher ist der Schritt, der bekannt worden ist vor einiger Zeit und in der Softwarebranche wie ein Lauffeuer Furore gemacht hat. Der Lieblingsgegner von der Open Source Gemeinschaft hat bekannt gegeben, dass er seine Entwicklungsplattform namens .NET, dass er die ab sofort möchte auf Basis von einer MIT Open Source Lizenz weiterentwickeln und das sogar mit Hilfe der Community. Das ist ein bedeutender Schritt, der einen bedeutenden Hersteller unternommen hat. Ich rede nämlich von der Microsoft. Wir sehen dabei, dass die Idee von Open Source weiter Terrain gewinnt, sich weiterentwickelt, sich weiter verbreitet und mittlerweile sogar in den trockensten proprietären Wüsten angelangt ist. Das ist wichtig, weil es handelt sich bei .NET nicht um ein Nischenprodukt. .NET ist ein strategisches Produkt, wo sämtliche Software von Microsoft darauf entwickelt wird. Was bedeutet das für eine EB Zürich? Wir können ab sofort einige von unseren Angeboten mit dem Label Open Source Software versehen, also noch einige zusätzliche gegenüber denen, die wir schon hatten. Was bedeutet das für uns alle? Das heisst, wir dürfen erwarten, dass wir in Zukunft Produkte, die mit Hilfe von dieser Plattform entwickelt werden, dass wir von denen dürfen eine höhere Qualität und eine größere Nachhaltigkeit erwarten. In dem Sinn wünsche ich Ihnen einen spannenden, einen lehrreichen, hoffentlich auch lustvollen Tag an der EB Zürich und feiern Sie doch ein bisschen, dass Ihre Idee, wo Sie seit so vielen Jahren daran glauben, jetzt sogar Microsoft überzeugen vermag. Ich darf auch noch zwei, drei Worte an euch richten. Mein Name ist Markus Willi, Mitarbeiter von educa.ch, dem Schweizerischen Medieninstitut für Bildung und Kultur. Wir sind lang verbunden mit CH Open und dürfen hier, oder ich darf hier heute im Namen vom Direktor von Toni Ritz und auch vom ganzen Medieninstitut die besten Grüße überbringen, einen guten Tag wünschen und hoffen, dass ihr alle ebenfalls, ich kann mich nur anschließen an die Worte vom Vorredner, einen lustvollen Tag werden verbringen und bringen etwas Kleines mit, kommen nicht ganz ohne mit leeren Händen, sondern bringen etwas Kleines mit. Zusammenhang mit dem Tagungsthema, wo steht, Herausforderungen und Chancen von OS in der Schule, haben wir zwar nicht die Lösung, es wäre schön, wenn wir sie hätten, wir sind manchmal auch ein bisschen gedrängt in gewisse Richtungen, gerade mit der Firma, die vorhin genannt worden ist, und werden auch immer darauf angesprochen, ja, warum macht ihr nicht mehr für Open Source? Wir würden gerne. Wir tun auch, gell Adriana? Aber uns sind natürlich auch die Hände gebunden, weil wir sind in ein System eingebunden. Und jetzt haben wir versucht, für die Didacta 2014, letztes Jahr, das System ein bisschen abzubilden und aufzuzeigen, wie kann man eigentlich Herausforderungen und Chancen von ICT im Unterricht identifizieren. Und haben das anhand von einem zugegebenermassen ein bisschen narrativen Bild da oben, vielleicht erinnert es der eine oder andere von euch,
an ein ähnliches Bild. Das ist von Oliver Lüde, Bildungslandschaft. Wir haben das für uns zeichnen lassen. Oben sollte so ein bisschen die Bildungslandschaft dargestellt werden und wo das überall in dieser Bildungslandschaft eigentlich ICT stattfindet, nämlich nicht nur noch in den beiden Schulhäuschen, sondern eben überall, vernetzt und jederzeit. Und in der Mitte sind dann so ein bisschen die Themen, wo es anzupacken gibt. Es sind Handlungsfelder, es sind Lernsettings, es geht um Konnektivität, Infrastruktur, Medien und. Ich lese jetzt nicht alles vor. Einfach zum Aufzeigen, das könnte ein Instrument sein, zum herauszufinden, wie können wir denn die Herausforderungen, die Chancen tatsächlich auch identifizieren und wie können wir schlussendlich, und das finde ich fast das Wichtigste, die vier Bereiche unten herausfinden, wer ist denn dafür verantwortlich? Wen müssen wir jetzt stüpfen, wen müssen wir angehen, wen müssen wir zur Aktion zwingen, so ein bisschen bottom-up, dass wirklich etwas passiert. Das Instrument haben wir unter einer CC-Lizenz, das wäre die nächste Folie, kann ich schnell eins weiter, bitte. Ja. Die wäre zum Abladen bei uns auf dem Bildungsserver und unter einer, wie gesagt, unter einer Creative Commons Lizenz in vier Sprachen, zweifarbig, mehrfarbig, zum Download bereit. Nutzen sie, brauchen sie, um erklären, wie das System funktioniert. Und in diesem Fall schließe ich gerne ab und wünsche euch einen ganz schönen Tag. Merci vielmals. Ja, danke schön. Das war mir Weizenbaums verkabelter Wahnsinn in den Sinn. Guten Morgen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, liebe alle, um das in kompaktem Neudeutsch zu sagen. Es freut mich sehr, dass ich hier im Namen der SI ein paar Grußworte und ein paar allgemeine Bemerkungen zum Thema Open Source an Sie richten darf. Ich bin natürlich sehr froh, dass wir eine so erfolgreiche Veranstaltung unterstützen. Nicht? Das ist ja immer auch viel dankbarer, etwas Erfolgreiches zu unterstützen, als etwas weniger Erfolgreiches. Nächste Folie. Ja, also das Wort Open, nicht nur, das ist ja heute in aller Munde. Es gibt Open Source, Open Data, Open Government, Open Education, Open Doors und so weiter. Und meistens ist die Konnotation, Open ist gut, und closed is bad. Nicht? Die Frage ist das so? Ist das immer richtig? Und ist das uneingeschränkt richtig? Nächste Folie. Ich denke, ja. Nicht? Sie haben gerade an diesem ganz tragischen Fall, der diese Woche passiert ist, gesehen, wie schlimm es ist, wenn etwas closed ist und nicht open. Nicht? Vor allem dann, wenn die vermeintlich Bösen ausgeschlossen sind und die vermeintlich Guten geschützt werden von den Türen, von den verschlossenen Türen. Und das weiß ich dann, dass es gerade umgekehrt ist, dass die Bösen die Guten sind und die Guten die Bösen. Nicht? Also geschlossen schließen ist grundsätzlich schlecht. Nicht? Aber, nächste Folie, ich denke schon, dass auch in der Open Source, ganz spezifisch im Open Source, in der Open Source Kultur ein paar Caveats zu beachten sind. Und ich denke, es ist wichtig, dass gerade Sie als Ausbildnerinnen und Ausbildner sich dessen bewusst sind. Nun, the good, oder wenn wir jetzt von Open Source sprechen, ist nach meiner langjährigen Erfahrung, auch an der ETH, wo ich viele Jahre doziert habe, ist natürlich das Lernen durch Beispiele. Nicht? Wenn man den Quellcode zur Verfügung hat, dann kann man sehr schnell und meistens viel genauer verstehen, was eigentlich läuft, als wenn man noch die besten Dokumentationen liest. Es ist natürlich auch eine sehr effiziente Kultur, nicht, in der man eben vieles einfach wiederverwenden kann, leicht modifizieren kann und nutzen kann. Also das ist, würde ich sagen, sehr positiv. Nicht? Und für mich, also auf einer etwas höheren Ebene, ist natürlich das Thema kollektive Intelligenz oder Emergence ist ein ganz wichtiges Thema, nicht, wenn die ganze Welt sozusagen an einem Software-System sich beschäftigen kann und teilnehmen kann, dann ist eben die Intelligenz eine Stufe höher anzusiedeln, als wenn das nur einzelne Teilnehmer sind. Nun, der Bad muss ich eben, wie gesagt, eben hier doch auch erwähnen und ich denke, es ist wichtig, dass man da hier einfach gegensteuert, also die Gefahr, dass natürlich die Open-Source-Software so ein bisschen strukturlos wuchert, oder, ist schon nicht ganz wegzureden. Nicht? Also man muss, ich würde sagen, trotz Open Source und trotz dem Zugriff zu jedem einzelnen Statement sozusagen im Code, muss man doch immer auch die Struktur im Kopf haben. Man muss die Software und auch in der Software als strukturierte Konstruktion propagieren. Und auch in der Schule muss man natürlich neben diesen einzelnen
Details, die man dann zugreifen kann, wenn man Open Source Kultur betreibt, muss man dann eben auch immer noch das Ganze, das Big Picture sozusagen, vermitteln. Und natürlich geht es auch ein wenig in Richtung, vor allem im Zusammenhang mit der kollektiven Intelligenz, auch ein wenig in Richtung von Unmastered Complexity, nicht? Dass also die Komplexität schlussendlich weiter wächst und wächst und wächst. Und Sie haben sicher schon gehört von diesem Point of Singularity, nicht wahr, wo dann im Jahr 2045 der Punkt erreicht wird, wo die Maschinen, die programmiert sind, unter anderem eben kollektiv programmiert sind, die Intelligenz der gesamten Menschheit übersteigen soll. Und was dann passiert, ist eine offene Frage. Und die Agri, wenn ich so will, ist natürlich, dass man sehr aufpassen muss, dass das Programmierer-Image nicht leidet. Nicht, dass der Programmierer sollte eine, wie mein lieber Kollege Niklas Wirthe was gesagt hat, eine Constructive Art sein und nicht ein Hilfsjob. Und da muss man aufpassen, wenn man die Open-Source-Kultur allzu stark propagiert, dass man dann nicht den Eindruck erweckt, dass das Programmieren sozusagen gleich wie das Hacken so eine Art Hilfsarbeit ist. Nächste Folie bitte. Und schließlich, ich meine, das ist für uns oder für die Lehrschaft vielleicht weniger wichtig, aber natürlich ist das auch ein, wie soll ich sagen, es ist auch ein Wert, den man sozusagen frei gibt oder den man nicht nutzt, oder? Indem man mit der Software selbst kein Business macht. Nicht? Wir haben gehört, dass die Microsoft nun das .NET-System als Open Source anbietet. Ich bin gespannt, wie sich das entwickeln wird. Und ich bin gespannt, ob da nicht dann doch irgendwelche Haken und Hürden eingebaut sind, die Microsoft dann doch noch überleben lässt, nicht? Wenn man sehen, wie das herauskommt. Jedenfalls müssen wir klar sehen, dass mit der Open-Source-Kultur das Business sozusagen von der Entwicklung verlagert wird auf den Support. Nicht? Und ich möchte das hier nicht ausführen, da gibt es dann bessere Redner, aber es ist eine gewisse Gefahr. Und ich persönlich habe noch nicht ganz verstanden, wie das Businessmodell dann tatsächlich funktioniert. Nächste Slide. Ja, ich selbst war eigentlich unbewusst, also vor vielen Jahren, nicht wahr, als das Wort Open Source noch gar nicht existierte, war ich zusammen mit meinem Kollegen bereits in Open Source involviert. Wir haben ein Buch herausgegeben, das ein ganzes Betriebssystem inklusive Compiler und alles beschreibt, also wirklich von Grund auf, und zwar inklusive vollständigem Quellcode. Das war damals eine Innovation, das haben Generationen von Studenten haben das tatsächlich sehr, sehr geschätzt. Und heute muss ich sagen, ein System, in dem ich nicht involviert bin, das mich aber außerordentlich beeindruckt, das jedenfalls an der ETH entwickelt worden ist und wird, das ist dieses Open-Track-System. Und ich würde allen, die interessiert sind an Eisenbahnen und Informatik und Kombination von beiden, sehr empfehlen, hier mal hineinzuschauen. Das ist ein extrem interessantes Projekt. Jeder kann mitmachen, jeder kann einen Beitrag schreiben zur Simulation oder schlussendlich auch zur Steuerung von Eisenbahn und Systemen. Ja, ganz kurz noch zum Schluss, nächster Slide. Was sind wir? Die Schweizer Informatikgesellschaft ist der Schweizer Fachverband, und man streitet sich immer noch, ist das jetzt der Fachverband für Informatik oder für Informatiker und Innen? Ja, für beides natürlich. Im Grunde genommen sehe ich uns so, dass wir eine Brücke bilden zwischen der akademischen Welt und der Schule einerseits und der Industrie und der Gesellschaft andererseits. Wir haben vor kurzem haben wir die SWIA an Bord gebracht, als Kollektivmitglied, was mich sehr freut. Wir vertreten also die Schule, wir vertreten mit der Research-Organisation auch die akademische, universitäre Welt. Und wir haben eine ganze Serie von interessanten Special Interest Groups bzw. Fachgruppen. Also könnte man auch vorstellen, dass mal eine über Open Source gegründet wird. Über Open Data haben wir bereits eine. Überlegen Sie sich, ob Sie da nicht eintreten wollen in unsere Gesellschaft. Wir brauchen natürlich Mitglieder und vor allem aktive, interessierte Mitglieder, wie Sie das selbst hier sind. Und das letzte Slide ist noch ein Aufruf in eigener Sache. Wir haben dieses Jahr zusammen mit unserer Schwestergesellschaft in Deutschland einen Videopreis ausgeschrieben. Ich werde ein paar Flyers auflegen draußen und Sie sind herzlich eingeladen, mit Ihren
Kollegen, Kolleginnen, Schüler, Schülerinnen und so weiter hier mitzumachen. Es geht darum, ein Video von 3 Minuten Länge zu erstellen, das irgendwie irgendeine Ansicht, irgendeine Sichtweise der Informatik, wo ist die Informatik versteckt irgendwo drin oder wo sind Image, Vorurteile vorhanden und so weiter, wo solche Themen in dreiminütigen Videos umsetzt und präsentiert. Und wir werden zusammen mit der GEI, also mit der Deutschen Informatikgesellschaft, dann die Gewinner evaluieren und entsprechend prämieren. Also ich bitte Sie, sich zu überlegen, ob Sie hier nicht mitmachen wollen. Vielen Dank. Ja, auch noch ein kleines Grußwort von der SWIR. Das SWIR ist ja der Schweizerische Verband für Informatik in der Ausbildung und interessiert sich hauptsächlich für eben Dinge, die in der Ausbildung eine Rolle spielen. Letztes Jahr war ein Projekt, das hieß Prima Logo. Da hat die SWIR sich beteiligt, da ging es um Programmieren auf der Primarstufe. An dem Projekt war ich mit beteiligt. Und die Beate Kuhn hat mich dann gefragt, ob ich nicht Interesse hatte, im SWIR-Vorstand mitzuarbeiten. Bin seit Anfang des Jahres dann dort dabei. Ich werde den SWIR jetzt nicht im Detail vorstellen. Der ist ja letztes Jahr von der Martina Vasquez in genau dieser Veranstaltung im Detail vorgestellt worden. Deswegen nur so weit. Ich habe bei der Vorstandssitzung dann dafür gesorgt, dass wir die Förderung der Tagung noch durchbekommen. Ich möchte im SWIR auch eine Open-Source-Gruppe wieder haben, weil das SWIR engagiert sich teilweise eben auch schon für Open-Source-Sachen, eben wie das Prima-Logo, das ist eine Open-Source-Logo-Umgebung. Das SWIR engagiert sich auch für kostenlose Sachen, die nicht Open-Source sind. Ich sage nur Tiger-Jiten, das ist ein Lehrmittel, wo man in Python programmieren lernt. Und das SWIR hat sich sehr gefreut, dass jetzt an der Open-Source-Tagung eben ganz viele andere Sachen auch eine Rolle spielen, die beim Informatik-Lehren und Lernen eine Rolle spielen, wie Scratch, wie Arduino. Und deswegen war die Förderung auch wieder gegeben. Und ich wünsche allen in Anbetracht der Zeit, ich habe eigentlich -4 Minuten, um meine Rede abzuschließen, deswegen mache ich es ganz schnell. Ich wünsche allen eine schöne Open-Source-Tagung.